Servus, Erik von SmartZone. Wir sind derzeit auf der IFA in Berlin unterwegs und wie schon 2 Jahre zuvor bei einem ganz besonderen Hersteller, bei Xtreme. Xtreme stellt besondere Beamer her. Davon schauen wir uns den Nachfolger des ersten Laser-Kurzdistanz-Beamer an, sowie 2 weitere Produkte. Diese 3 Produkte sind auch schon hier vorne ausgestellt, beziehungsweise 2 davon. Das eine ist der Langdistanzbeamer, der Horizon S Max. Die Besonderheit dabei ist natürlich wieder ein neuer Laser, eine neue Lichtquelle und dass er nun auf so einen genannten, so auf ein Stativ ausgerichtet ist, mit dem wir einfach die Lage des Bildes bestimmen können. Das zweite coole Produkt, was wir uns gleich im Detail anschauen, ist der Ultra-Kurzdistanzbeamer, der Aura 2. Den stellt man direkt an die Wand hin. Hier fährt dann die Klappe auf und das Bild wird schön hell an die Wand projiziert. So, das erste Produkt ist der neue Xtreme Aura 2. Genau vor 2 Jahren haben wir uns den Xtreme Aura 1 angeschaut und ihr findet den Test auch auf smartzone.de. Das neueste Modell wird hier wieder auf der IFA präsentiert. Der ist besonders leichter geworden, kleiner und die Display- bzw. Beamerqualität wurde weiter gesteigert. Werfen wir einen genauen Blick auf das Gerät. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Ultra-Kurzdistanz-Beamer. Das Schöne dabei ist, ihr könnt ihn einfach direkt an der Wand platzieren und müsst euch nicht um eine Deckenmontage oder weiteres im Raum kümmern. Heißt, er nimmt den Platz direkt am Fernseher, an der Fernseherwand ein und dazu habt ihr keinen riesigen 90 oder 100 Zoll Fernseher, der euch die Wand verschandelt. Weitere Vorteile des Ultra-Kurzdistanz-Beamers sind, durch die Nähe zur Wand, am besten natürlich einer DLP-Leinwand, ist das Bild viel heller als bei herkömmlichen Langdistanz-Beamern. Nun kurz zu den Vorteilen des Xtreme Aura 2. Er hat insgesamt 3 HDMI-Anschlüsse hinten dran. Davon ist einer ein EARC-Anschluss für eine Soundbar. Dazu kommen wie üblich Wi-Fi, Bluetooth, aber natürlich auch USB-Anschlüsse. Beim Xtreme Aura 2 arbeiten wir außerdem mit 4K-Auflösung und Pixel Shift. Bedeutet, das Bild ist scharf genug dank 4K und auch hell genug. Auf dem Xtreme Aura 2 kommt wie auf den anderen Beamern des Herstellers Android TV zum Einsatz. Ihr habt dafür so eine schöne Fernbedienung, die ist aus Metall, bietet das Nötigste. Und ganz cool, sie hat Google Assistant an Bord, heißt man kann einfach per Mikrofon und dem Sprachassistenten navigieren. So, kurzer Blick auf die Oberfläche. Jeder, der schon mal Android TV bedient hat, wird sich hier sofort zurechtfinden. Wir haben hier unsere Apps, wir können Streaming direkt installieren, allerdings ist Netflix hier nicht mit an Bord. Und können direkt vom Beamer-Menü vom Android TV aus anfangen zu streamen. Hinter mir aufgebaut seht ihr das Laser- bzw. das Lichtsystem vom Xtreme Aura 2. Dabei ist es natürlich nicht mehr so, dass wie früher Birnen zum Einsatz kommen, sondern das sind alles DLP-LEDs, das sogenannte Lasersystem. Im kurzen Detailblick darauf, wie das hier aussieht, genau erklären kann ich euch das nicht. Es sieht aber einfach faszinierend aus. Unten steht der Beamer, die Lichtquelle. Dann wird das Ganze hier durchgeschickt über den Bildsensor und landet letztlich, nachdem es durch ein paar Linsen und Fokusringe gegangen ist, auf der Leinwand. Das zweite Produkt ist der Xtreme Horizon S Max. Hiervon hatten wir bereits den Horizon Ultra im Praxistest. Das war damals der hellste Langdistanzbeamer in seiner Größe mit 2300 Lux. Das neue Modell bekommt 2 besondere Funktionen, die wir euch vorstellen. Zum einen haben wir wieder einen neuen Laser, der ermöglicht nun 3000 Lux, bzw. 3000 Ansilumen. Umso heller, umso besser ist das Bild einfach, umso weniger muss der Raum abgedunkelt werden. Für die 2. Funktion gehen wir jetzt ins Detail, denn der Horizon S Max ist auf einer Achse gelagert, mit der das Bild einfach schnell ausgerichtet werden kann. Dabei nutzen wir hier jetzt einfach mal die Vorrichtung, die schon Xtreme bereitgestellt hat. Und es ist korrigiert. Nach links, schon wieder gerade. Ihr seht, innerhalb von 1 bis 2 Sekunden haben wir wieder ein gerades Bild.
Am Gerät finden wir wie üblich Anschlüsse zum Anschließen alternativer Bildquellen, darunter HDMI und zwei USB-Anschlüsse. Heißt, man kann auch einfach einen Amazon Fire TV Stick oder eine PlayStation für Spiele anklemmen, aber es auf Android TV von Haus aus installiert, worüber man streamen kann. Der dritte neue Beamer von Xtreme bezieht sich auf die kleinen portablen Modelle. In dem Fall ist es der Xtreme Mogo Pro 3 Pro. Wir hatten auch den 2 Pro im Praxistest. Hinter mir seht ihr schon das Modell aufgebaut. Es ist quasi immer nur ein kleiner Beamer. Wirklich so in Handgröße. Und dazu kommen noch weitere Accessoires. Aber schauen wir uns zuerst den Beamer im Detail an. Hier haben wir schon ihn direkt hier vorne aufgebaut. Das darunter ist ein Ständer, ein Accessoire. Dazu gleich mehr. Eine Hülle kommt dazu. Und der Beamer an sich. Der Beamer ist dafür ausgelegt, dass ihr ihn mitnimmt und überall einen schönen Kinoabend machen könnt. Jetzt gerade eben ist er eingeklappt und fungiert als, er hat noch eine zweite Funktion, es ist ein cooler, ein leichter Bluetooth-Speaker. Hier unten ist der Lautsprecher, dazu kommt ein schickes Ambilight. Und Achtung, gleich verwandelt er sich einfach in einen Beamer. Jetzt haben wir ihn geöffnet. Und wenn wir hier drauf vorne filmen, sieht man schon, hier auf der Hand, das Bild wird projiziert. Der ist in seiner Größe nicht gar klar, nicht ganz so hell wie die großen. Aber für unterwegs, bei guter Abdunklung, reicht es schon aus. Der Xtreme Mogo Pro 3 nutzt ebenfalls DLP-Laser-Technologie zum Erzeugen des Bilds. Das Bild wird 450 Ansilumen hell und erzeugt in Full-HD-Auflösung. Die Bildquelle, als Bildquelle habt ihr natürlich einfach wieder Android TV an Bord. Heißt, Streaming ist einfach möglich. Jetzt möchten wir noch einen Blick werfen auf die vielen kleinen, coolen Anwendungsmöglichkeiten mit so einem portablen Beamer. Hier hat Xtreme schon etwas vorbereitet. Sieht super aus. Wir sind ja einfach in einem alten Bulli VW Camper. Im Inneren ist eine kleine Leinwand und hier vorne steht schon der Beamer. Der projiziert das Bild dort auf eine Leinwand und man hätte auch schon unterwegs, könnte man einfach Fernsehen schauen, einen Film anschauen. Und das Schöne dabei ist, diese Lösung hier ist viel kleiner als ein Fernseher, den man sich zum Beispiel in Camper einbauen müsste. Strom bekommt das ganze Teil per USB-C. Da reicht schon 65 Watt aus. Dafür kann man einfach eine Steckdose nutzen, man kann eine Powerbank nutzen oder man nutzt das Accessoire von Xtreme. Das ist dieser ganze, der Ständer hier, ein Standfuß. Im Standfuß sind Batterien eingebaut, 20.000 mA. Per Kabel wird er mit Strom versorgt. So haben wir quasi eine 2-in-1-Lösung. Er bekommt Strom und er steht sicher. Das gibt es ebenfalls noch dazu. Eine ziemlich schicke Hülle. Und für den Xtreme Mogo Pro 3. So, erstes Anwendungsbeispiel. Xtreme hat hier schön drei Räume vorbereitet. Wir befinden uns quasi im Schlafzimmer. Der Mogo Pro 3 Pro steht auf dem Nachttisch hier vorne. Da können wir auch gleich mal einen Blick werfen auf die Fernbedienung. Die kommt wie immer schön schmal aus Kunststoff, hat Google Assistant an Bord und alle nötigen Tasten. Dann hier, der Tim zeigt euch das. Der Mogo Pro 3 Pro steht auf dem Nachttisch und schwenkt rüber. Das Bild wird einfach an die Wand projiziert vom Schlafzimmer. Im Schlafzimmer ist es eher abgedunkelt, da braucht es nicht viel Helligkeit. Und wir können uns hier quasi einfach ins Bett legen, müssen keinen Fernseher aufbauen. Es reicht ja eine Powerbank, es reicht ein Ladegerät fürs Handy. Und wir können schon einen Film anschauen. Zweiter Anwendungsbeispiel in der Badewanne. Klar ist hier auch eine Badewanne aufgebaut, das müssen wir nutzen. Der Xtreme Mogo 3 Pro steht hier einfach neben mir dran. Und das Bild wird an die Badezimmerwand projiziert. Dafür reicht dann natürlich schon einfach eine tapezierte oder bemalte Wand aus, damit wir hier ein Bild erzeugen. Hier ist der kleine Beamer. Als Stromquelle reicht USB-C oder eine Powerbank. Und wir können auch beim Baden einen Film anschauen. Wir hoffen, euch hat die Rundführung über den Stand von Xtreme gefallen. Im Artikel findet ihr wie immer alle Informationen zu den Beamern. Und in Zukunft auch hoffentlich Testberichte bei smartzone.de.
bis bald. Ah, Schakulle.